So, noch hier. Macht mal los hier. Vor allem, dass meine Leute immer gleich wieder. Ach nee, das ist doch bedingungslose Kapitulation. Ich dachte, die wollen schon wieder Frieden haben. Stimmt, jetzt wollen sie Frieden haben. Rufen nach Frieden. Ey Leute, wir sind hier am Gewinn. Ihr solltet mal feiern. Ihr solltet frohlocken. Oh, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ein milder Tadel wird ausreichen. Klerus verliert. Oh. Also für 22 Jahre Autonomie runter, aber. Nee. Tadeln. Das war mir jetzt irgendwie nichts. Das ist dann irgendwie so nah an der 100%-Marke. Und ich glaube, wenn ich hier irgendwo bei 100 bin, dann stand doch mal irgendwo was da, dass das nicht so gut ist. Dass sie da rebellieren oder irgendwas kann doch da passieren, wenn ich da bei 100 bin. Dafür können wir denen jetzt wieder ein bisschen was zuschanzen. Ich würde gerne mal wieder Land beschlagnahmen. Ach, im Frieden. Guck an. Prestige. Prestige läuft richtig gut. Ah, jetzt sind wir auch Legitimität, sind wir auch bei 75 mittlerweile. Ja, ich habe heute schon angefangen. Stettin habe ich eins erstmal wieder hochgeladen. Also peu à peu kommen jetzt wieder, lade ich jetzt die Videos von den letzten Games hoch. Da konnte ich im Urlaub quasi auch nicht machen. Geht los. Mache ich. Wird alles erledigt. Also ich werde das alles. Oh, jetzt ist er anscheinend hier zufrieden. Nee, ist nicht zufrieden. Okay, super. Also, jetzt haben wir alle. Ich fange bei Nassau an, weil ich möchte Nassau als meinen holländischen Vasallen haben. Kriegt nur 16 negative irgendwas. Alles klar. Zack. Bist du jetzt mein Vasall? Bist du jetzt. Sind wir jetzt Best Buddies? Yay. Betrachtet. Ist loyal. Das ist schon mal eine coole Sache. Da müsste er jetzt hier irgendwo sein. Yay. Meinung über Holland. Wieso habt ihr so eine schlechte Meinung? Ey, ich bin echt cool. Wir machen dich groß, Nassau. Mach keine Angst. So, dann. Frankfurt. Was will ich mit Frankfurt? Eigentlich will ich gar nicht mit Frankfurt, ne? Deswegen warten wir mal 2 Tage ab. Dann haben wir den wieder Frieden verhandeln. Bündnis mit der Pfalz, mit Trier, mit Würzburg. Alter, schon wieder. Und all dein Geld. Ab dafür. Dann bist du frei. Dann gibst du mir einfach dein alles. So, dann schauen wir mal, wie es hier in Oldenburg aussieht. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Zu viele diplomatische Beziehungen. Eieiei. Ich hab's gewusst. Kann man das irgendwie erhöhen? Oh, ich kann die Renaissance fördern. Will ich das tun? Ich glaube, ich möchte das tun. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Kann ich das mit den diplomatischen Beziehungen irgendwie auf eine coole Weise kurzfristig lösen? Ja, kann man. Als Tipp für den nächsten. Wenn eins veröffentlicht wird. Ja, hast du recht, hätte ich machen können, Komma, aber, jetzt kommt das fette Aber, ich habe quasi bis kurz vor meinem Urlaub, ich war nur am Hochladen. Also ich hätte
Ich komme gleich zu dir, Takarin. Dann schauen wir uns das mal an, weil das Stärkung der Herzogtümer. Schaue ich mir sofort an. Ich habe quasi nur, ich habe ja kurz vorm Urlaub noch ganz viele hochgeladen und ich war nur am Hochladen. Ich hätte gar nicht noch mehr hochladen können, um dann noch Zeiten einzustellen. Das hätte, wäre gar nicht, wäre nicht gegangen. Also der hat, ich habe wirklich, wann ich konnte, habe ich hochgeladen und hochgeladen und hochgeladen. Und es ging nicht mehr. Also ich habe wirklich alles gemacht, was möglich war. Und, aber ja, ist ein guter Hinweis. Werde ich mal schauen, dass ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser time oder es anders löse. Dass ich da irgendwie, keine Ahnung, was mitnehmen, auf der Festplatte oder so die Dinger mitnehme und dann einfach hochlade. Muss ich mal gucken. Dass euch hier nicht der Stoff ausgeht. aber ja, guter Hinweis, Dankeschön. Stärkung der Herzogtümer, Tagayen. Wie, wo, was? Wo muss ich denn da hin? Also ich brauche quasi eine diplomatische Dings mehr. Ach nee, das hier ist was anderes. Privileg für den Adel. Privilegien. Privilegien, Privilegien. Nee, das sind Richtlinien und Entscheidungen. Ist es hier bei Regierungs? Nee. Regierungsform ist es wahrscheinlich nicht, oder? Privileg für den. Hier, Privilegien, ja, sorry. Stand gerade kurz auf dem Schlauch. Das ist es ja wahrscheinlich nicht. Diplomatische Beziehung plus 2. Die habe ich schon. Oder? Bin ich jetzt blöd? Nee, bin ich nicht. Aber warum? Das brauche ich, brauche zwei Vasallen dafür. Da brauche ich noch einen Vasallen. Dann kann ich das tun. Aber danke für den Hinweis. Gut, da weiß ich wenigstens, wo es geht. Da lebe ich jetzt damit erstmal. Dann hole ich mir noch einen Vasallen rein. Und dann kann ich das direkt wieder negieren, indem ich das Ding auswähle hier. Stärkung der Herzogtümer. Freiheitsbestreben minus 10. Sehr mega mächtig. Ja, mache ich. Ja, muss ich zwei Vasallen haben. Papst. Papst werden. Ja, ich will gar nicht Papst werden. Papst werden. Kann ich das? Weiß nicht. Nee, will ich nicht. So, machen wir mal kurz den Frieden hier weiter. So, jetzt muss ich mir mal kurz überlegen. Möchte ich lieber Ravensberg haben oder Oldenburg? Ich glaube, ich möchte eher Oldenburg haben. Mit den beiden habe ich jetzt schon Frieden. Bringt mir nochmal minus 14 und da kommen halt dann gleich welche um die Ecke. Wenn ich Berg. Das bringt mir nur minus 7. Willst du mich veralbern, Aachen? Du kannst. Wie kann ich denn. Also, Aachen möchte gerne besetzt durch Aachen. Und den habe ich jetzt Land versprochen. Und dann will ich denen das Land geben. Und die möchten es nicht? Also was ist denn da verkehrt? Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung bei dir. Papst werden am besten im Early Game, ja. Das muss ich irgendwann anders mal machen, versuchen, Papst zu werden. Kann mir das einer erklären? Also ich habe denen ja jetzt Land versprochen. Die haben das auch hier eingenommen. Hier steht jetzt Aachen. Okay, alles schick. Jetzt will ich mit denen Frieden machen. Und dann sagt, es steht hier, kann nicht ausgewählt werden, da Aachen das nicht wünscht.
Bin ich jetzt hier gerade im falschen Dings drin? Aber das... Na gut. Ja, wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Nehme ich mir da jetzt nur Ravensburg oder bin ich gierig? Nee. Ja, ich nehme jetzt nur Ravensburg. Ist halt jetzt ein bisschen blöd. Aber dann ist es halt so. Ich hätte gern noch... Oder ich mache Berg gleich zu meinem Vasallen. Huhuhu. Ich möchte, dass ihr erniedrigt werdet. Mir alles gebt, was ihr habt, euch bis auf die Unterwäsche aus. Nein. Was ist denn das? Hauptstadt plündern. Es gibt nicht genug Entwicklung, okay. Haben Sie was vergessen? Nee, Ravensburg. Das. Geld noch. Ja, natürlich wieder mehr als sinnvolles. Totaler Quatsch. Und dann haben wir Frieden, glaube ich, ne? Oh, warte, nee. Habe ich jetzt, da würde ich jetzt Oldenburg komplett vergessen. Dann mache ich mit Oldenburg jetzt hier erstmal separate Frieden. Plündernde Hauptstadt bringt hier auch nichts. Ich habe keine Bündnisse mehr mit denen. Und gebt mir ganz viel Geld. Und ganz viel vor allem. So, da haben wir das. Und dann können wir nochmal 3 Tage warten. Es wäre eigentlich voll cool, wenn ich jetzt direkt Nassau die erste Provinz geben könnte. Also, ihr wollt es wirklich nicht. Ich mach's jetzt nochmal weg. Tja, und da bist du selber schuld. Niedrigen Handels. Ba. Und ab geht's. Okay, da haben wir noch. Haben wir Ravensburg. Wir fressen uns hier langsam rein. Der Krieg hier unten ist immer noch nicht vorbei. Also, Burgund kriegt immer noch auf die Schnauze. minus 90. Uiuiui, sieht nicht gut aus. Aber hier ist doch schon was. Frankreich ist doch hier schon größer jetzt geworden. Die haben doch jetzt hier schon irgendwas bekommen. So, möchte ich ein Bündnis mit Frankreich? Die wollen doch kein Bündnis mit mir. Ich habe sowieso zu viele Bündnisse. Gut, jetzt sind die wieder zurück. Back in town. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen. Wir brauchen Brabant. Will ich mit den Stress? Braunschweig. Will ich mit Braunschweig Stress? Ach, Köln, das ist ja Köln. Aachen ist mit dem Feind verbündet. Wieso ist denn Aachen mit Köln verbündet? Und wieso will... Naja, egal. Wenn Österreich hier nicht dabei wäre... Das wäre was, da könnte ich jetzt Aachen angreifen. Auch nicht schlecht. Hm.
Wie lange haben wir hier noch Waffenruhe mit Münster? Bis 68, noch 8 Jahre. Da schlägt Köln natürlich gleich zu, ne? Ja, wie meinen jetzt hier am schlausten weiter? Also hier oben kommen wir nicht wirklich weiter. Da, die sind noch zu mächtig, selbst wenn wir Österreich rausnehmen. Die sind da aktuell, oder? Vierundfünfzig und 93.000. Ja, trotzdem um die 100.000 haben die, ey, das ist so mies. Ja, ich weiß, dass Österreich da dabei ist, aber selbst wenn Österreich nicht dabei wäre, sind die immer noch zu stark. Die sind, ja. Weil Österreich steuert hier nun 93.000 zu und dann sind das immer noch über 100.000, was die an Reserve haben. Hier sind es 10.000. Hier sind es 4.000. Was? 3.000. 10.000, 3.000. Das ist halt mega Whisky. Man könnte versuchen... Ja, erstmal Armee aufbauen und dann versuchen schnell Friesland und Bremen zu nehmen. Wenn natürlich Österreich raus ist, ist klar. Dann ist vielleicht Hamburg und Dithmarschen manageable. Irgendwie machbar. Oh, aber da warte ich noch ein bisschen. Das ist mir aktuell noch zu hot. Guck hier lieber auf Brabant. Wenn ich da Österreich rausnehme, ist nur Trier dabei. 10.000 und 2.000. Bregenz kämpft in einem anderen Krieg. Bregenz ist eigentlich so nutzlos. Mit wem kämpfen die denn? Ach, die kämpfen mit Venedig, alles klar. Ja, ich gucke mir hier mal hier unten rum. Ich mache hier mal Spionagenetzwerk. Dann machen wir da mal los. Da gehen wir hier vielleicht irgendwie mal in die Richtung Flandern oder so. Müssen wir mal schauen. Boah, das wäre natürlich jetzt auch was. Die haben 3.000 und 1.000. Dann noch ein bisschen abwarten. Oh, da macht das gerade mehr Sinn als... Da macht das gerade mehr Sinn. Ich kann kein Spionagenetzwerk da aufbauen. Dann baue ich es halt hier auf. Herrgott.
Was willst du jetzt? Zwei vom gleichen Schlag. Gemahl Katharina hat recht. Boah. Ein Level 2 Naturwissenschaftler. Oder 50 administrative Macht. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist halt auch so ein Quatsch, ne? Wird noch stärker arbeiten. Das Problem ist, ich kann mir Level 2 sowieso gerade nicht leisten. Oh, bei. Naja, mach mal. Ich mach mal die administrative Macht. So, wir brauchen jetzt trotzdem noch Rivalen. Ich habe jetzt gar keinen Rivalen mehr? Das ist ja uncool. Das so eine coole Idee ist, weiß ich noch nicht. Und Braunschweig. Na, die Provence ist mir jetzt. Was will ich denn hier unten mit der Provence? Na, machen wir Braunschweig, kann nur schief gehen. Dann holen wir uns mal wieder ein bisschen Kronland. Zack. Achso, warte, das habe ich ja fast vergessen. Zack. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Uiuiui, das sind zu viele Fenster. Also, Schattenkönigreich, was ist das? Obwohl das Königreich Italien von mir noch teilzeitig. Schattenkönigreich geworden. Lassen die Autorität sogar offen ablehnen. Was? Nun stellt sich die Frage, warum sie Kaiser erlauben sollten, überhaupt irgendeine Autorität in ihren Ländereien aus. Okay, da Rivalitätsgrund, bla bla bla. Laufender Reichsvorfall. Brandenburg unterstützt Stettin als Kaiser. Läuft. Läuft alles geradeaus. Reichstag, Schattenkönigreich. Es ist an der Zeit, Italien aufzugeben. Österreich verliert 10 Prestige und 20 Reichsautorität. Und die unterstützen das alle. Okay. Wir müssen Italien beherrschen. Der Kaiser befürwortet diese Option. Aha. Pff, ja, dann mache ich das, was der Kaiser will. Ist mir wurscht. Das sind ja eh mehr drin, also das kann ich ja dann eh nicht beeinflussen. Oder kann ich. Seeleute. Moment. Kann hier was? Oh, ich keine Idee. So, jetzt. Soll ich es wagen, den Sprung in die neue Welt mit den Niederlanden? Ich bin ein unheimlicher Fan von. Von. Ja, von hier. Na, sag schon. Kolonien. Jetzt habe ich es rausbekommen. Ich bin ein unheimlicher Fan. Aber ich weiß halt nicht, ob ich gegen die anstinken kann hier. Spanien und so. Oh, hohes Einkommen. Was habe ich denn hier? 25 Jahre weniger Baukosten und Bauzeit, ne, das ist doch mal was Cooles. Das kann ich schon mal machen. So, gibt es hier irgendwas mit
kolonisiertes Kap. Aber da brauche ich, da muss ich ja irgendwie von hier unten kommen. Handel auf der Ostsee. Holland hat 33 Handelsmacht. Wo ist denn bitte Kaps, Wellendamm oder Graf Reinet? Ist das alles irgendwie Kap der guten Hoffnung oder was? Ach, die wollen hier, die wollen mich eher Karibik. Entdeckt Australien. Kolonisiert Brasilien. Ja, aber bringt mir das jetzt irgendwie... Das Problem ist, wenn ich hier das mit der Ostsee nicht abgeschlossen habe, dann geht doch der ganze Rest nicht, oder? Ich kann ja hier nicht einfach was überspringen. Da steht ja immer, ich muss das... Das ist ja voll dumm. Wie soll ich denn da hinkommen? Also dann muss ich ja erst auf Handel gehen, um dann auf Kolonie zu gehen, aber dann bin ich in der Karibik. Hat eine beliebige Provinz in der Kolonialregion Karibik. Da bin ich daher schon viel zu spät. Was bringt mir das dann noch? Also, das sind schon starke Sachen hier, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dann alles zu spät kommt. Bis ich da mal, bis ich dort mal bin. Was macht denn das? Baukosten. Was muss ich denn hier machen? Elfenbeinküste. Der Elfenbeinküste. Ich muss über die Elfenbeinküste und dann alles andere, oder was? Ja, dann, sorry, dass ich jetzt hier so lange rumtue, für die erste Idee. Ich mach jetzt Entdecker. Geht los. Kann ich das hier pushen? 25 Jahre. In 10 Jahren kann ich das hier erst ändern. Ich habe doch gerade Grönland. Wenn ich jetzt hier... Da bin ich bei 26. Ich brauche noch einen Durchlauf. Auch in 5 Jahren erst. Gut. Na gut, machen wir erstmal weiter. Oder ich gebe eine Beziehung auf. Das wäre halt auch irgendwo was... Aber wen soll ich da rausschmeißen? Aachen, habe ich nur ein Bündnis. Wobei, das könnte ich hier brechen. Wen wolltet ihr verteidigen? Köln? Köln und Goslar. Wenn ich Köln den Krieg erkläre, dann würde Aachen automatisch mit in den Krieg reingezogen werden. Ich könnte Nassau theoretisch stärken. Köln ist ziemlich stark, ne? Dortmundisch. Auch lustig. Lüneburg hätte Bock drauf, aber ja, Prägen ist auch, wenn sie dabei, wenn sie keinen Krieg mehr haben. Och, das ist aber zu risky. Uncool.
geht denn jetzt hier gerade? Ach so, die gehen jetzt hier nach Braunschweig. Bastion, Stabilität mehr als. Puh. Stabilität mehr als 3. Es geht doch nur 3. Ach, das ist irgendwie alles doof. Dann baue ich lieber eine Burg. Wo soll ich die bauen? Die kann ich ja dann wieder abreißen. Macht es Sinn, da eine Burg zu bauen? Das ist okay, denke ich. 161. Oh Gott. Bin hier ewig nicht. Oh, ich kriege ganz schön viel Geld. 270. Na gut, 240. Ich nehme es zurück. Ja, zu spät. Ich habe mich jetzt schon für Entdecker entschieden. So, ach, jetzt haben sie hier Berg zurückgefordert. Das ist ja auch lustig. Ich könnte jetzt auch Köln als Verbündeten nehmen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Oh, hier. Krieg ist vorbei. Ach nö, jetzt sind die mit England verbündet. Ach, das ist doch alles Kacke hier. Das ist der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, bla bla bla. Also es ist jetzt ziemlicher Müll hier, sorry. Da kann ich ja den gleich wieder zurückrufen. Hier aus Burgund. Bringt mir gar nichts. Also, dann holen wir den zurück. Und die Flandern ist jetzt von fucking England, ey. Oh, Mann. Was soll das? Also schick mir den halt hier hin, wenn es nicht anders geht. Machen wir hier wieder das Spionagenetzwerk aufbauen. Los geht's. Ihr wollt Geld haben, dafür kriege ich Gefallen. Her damit. Ja, wir gucken mal, ob das klappt mit der Kolonialisierung. Das ist auch lustig, ne? Hier mit diesem umkämpften Nachfolgezeug. Ich habe das schon, ich weiß nicht wie oft, versucht, mir den rausgesucht, der am ältesten ist, mit paar 60 Jahren oder was, Staatsehe gemacht und bla und blub und es passiert nichts, ja? Also totaler Witz, ne? Für die Katz. Und wenn ich es nicht drauf anlege, wo ich hier mit Spanien gespielt habe, kriege ich Frankreich als Staatsdings. Und da war Frankreich mein Vasall oder Untergebener oder wie auch immer. Gut, das hat mich am Ende fertig gemacht, Frankreich. Aber da habe ich es nicht drauf angelegt. Das war eigentlich nur so ein Gag. Und dann funktioniert's. Also irgendwie das mit dem Staatsehen-Ding, das so richtig, dass ich da mal jemanden kriege, funktioniert bei mir noch nicht so. Per Accident zumindest. So, Schottland, was kann man hier machen? Hat einen Vasallen die Insel. Könnte den Bündnis anbieten. Die Inseln. Norwegen. Wie mache ich denn hier am schlauesten weiter? Braucht dann irgendwann mal einen stärkeren Verbündeten. Mit denen
Bisschen, was ich habe, komme ich nicht so richtig weiter. So, wenn ich den Brabant, wenn ich den angreife, kommt Burgund, Oldenburg und Trier. Warum Oldenburg? Aber gut. Oldenburg kann ich relativ schnell rausnehmen. Aachen kann ich mit reinnehmen. Lüneburg und eventuell dann noch Bregenz, wenn die noch mitkommen. Boah, das ist aber ein richtig, das ist Whisky. Immer noch 7 Jahre. Ostfriesland ist im Krieg mit Venedig. Das wird alles nix. Uiuiui. Also wenn du eine Staatsehe hast und die Dynastie stirbt, bekommt er deine Dynastie. Und wenn er dann nochmal stirbt, bekommst du die Personalunion. Der muss doppelt sterben. Das ist ja voll mies. Warum bekomme ich die nicht beim ersten Mal? Ihr könnt mal hier den Handel schützen. Oh, was ist das denn jetzt schon da? Okay, ist abgelaufen quasi. Das Rheinland bringt mir mehr. Dann machen wir das doch. Wieso bringt mir das nicht mehr? Es müsste da mehr werden. Egal. Müsste schon passen. So. Ja, wie mache ich jetzt hier weiter? Jetzt ist Ravensburg erstmal hier Teil unseres Dorfes. Einen Namen der Stadt von Holland vollständig wird, hätte das von. Ach, das ist der Wohlstand. Ich wollte ja auch mal die Infrastruktur hier irgendwie stärken. Das ist viel zu teuer, ey. Müsste eigentlich mal hier ein paar Handelsdinger bauen. Brauche ich erstmal Geld. Ravensberg, nicht Burg. Das triggert mich. Sage ich immer Ravensburg. Ja, Ravensberg, sorry. Ja, Ravensberge. Ne, die hatten ja immer noch so viele Beziehungen. Köln, Österreich, Aachen, Dortmund. Das ist einfach zu viel. Aachen, warum? Warum bleibst du nicht bei mir?
Was hast denn du mit Köln am Schaffen? Gar nichts. Da muss ich noch eine Burg bauen, ey. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ist voll teuer, so eine Burg. Ich habe jetzt nur eine Burg. Nicht gut. Ich könnte natürlich mein Heer massiv ausweiten. Kriegst du da Schnappatmung, wenn ich das sage? Ja, ich gelobe Besserung, nicht mehr Ravens Burg zu sagen. Sag mal, aber hier Venedig, das müsste doch jetzt langsam auch mal vorbei sein da unten, oder? Die hocken halt dann auch ständig auf ihrer Insel. Keiner kann die hier, kann denen was. Und da sitzen diese aus. Aber okay. Das ist so mies, wenn ich so oder so eine Stabilität verliere. Kostentechnologie, Mission. Nee, Kosten runter. Sind ja wahnsinnig. Ich will da keine höheren Kosten. Sinkendes Vertrauen. Das Volk soll sich nicht so haben, ja? Jetzt ist ja auch noch aufgeflogen. Ach komm, ja, den holen wir jetzt erstmal zurück. Der hat jetzt hier was anderes zu tun. Ich mach jetzt Friesland. Ich habe mich entschieden, Friesland in Angriff zu nehmen. Jetzt bauen wir hier erstmal noch die Burg, wenn das jetzt mal möglich ist. 61, ey. Ja, bitte aus irgendwas bekommen einfach mal so eine Stabilität zugeschustert. So muss es laufen. Brabant? Achso, das sah gerade aus, als würden die hier gegen England kämpfen. Dänemark, Brandenburg, Ostfriesland und Stettin, Dänemark, Norwegen. Alter, was ist denn hier los? Was habt denn ihr für einen Stress? Schweden, England, okay. Also Schweden hat sich irgendwie England geangelt und jetzt machen die hier Stunk gegen Dänemark und Norwegen. Coole Sache. Frankreich ist fast vollständig. Eine Burg lohnt nur im Hochland. Ja, das ist halt eine Aufgabe. Besitzt nur einfachste Verteidigungsstellungen. Wo könnte man das nochmal sehen, wo das mega gut, also hier davon abgesehen, dass hier so eine Burg super ist. Aber wo könnte man das nochmal sehen, wo sich eine Burg so richtig lohnt? Weil du gerade sagst Hochland. Aber ich meine, hier unten ist ja alles flach, ne? Ich dachte, das kann man vielleicht hier an dem Schildchen sehen. Festungsverteidigung. Ach, die haben hier aber schon mehr. 25%.
Also das würde sich, würde ich sagen, dann schon lohnen, da die eher hinzubauen. Wegen dem Salz. Die Burg ist effektiver, weil es Salz gibt. Logisch. Also glaube ich dir, aber es ist Verteidigungsfähigkeit lokal plus 15%. Ich gehe kaputt. Wegen dem Salz. Alles, es macht Sinn. Ja, mit Tuch kannst du niemanden vermöbeln, ne? Da brauchst du schon Salz dafür. Mega gut. Aber wahrscheinlich, weil man das jetzt seriös. Man kann damit das Fleisch einlegen und damit ist es länger haltbar und die Leute können länger in der Burg ausharren und auf Verstärkung warten. So macht das Sinn. Kosten. Ach Gott, das ist aber fies. Kostentechnologie minus 10%. Dafür verliere ich 50 administrative und erhalte Prestige, aber das ist doch bis zum 5.93 für 30 Jahre. Das macht Sinn, oder? Das macht ziemlich viel Sinn sogar. Technologien. Wir reden hier von 73 Punkten. Und hier von 76 Punkten. Ja, machen. Los. Nimm sie. Sechshundertsiebzig. 700. Läuft. Wo stehen wir denn hier auf der Richterskala? 24, 25, 69. Platz 69, wohlgemerkt. So. Was machen wir jetzt? Ich will hier alles haben. Wie weit seid ihr denn, Spionier? Spionier 30. Spionazi. Wir spionieren. Ey, Aachen, du könntest schon zwei Provinzen mehr haben, wenn du dich nicht so dämlich anstellen würdest. Sorry. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Es regt mich unheimlich auf. So, wollen wir westfälisch akzeptieren? Oh, aber 100 diplomatische Macht. Puh. Kriegsmüdigkeit sind der cool. Legitimität jährlich plus 1. Kann ich den ersetzen eigentlich unseren? So? 20 Jahre lang an der Macht gewesen sein. Regiert seit 45. Also gerade mal 10 Jahre. Nee, 20 Jahre fast. Wer lesen und rechnen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, ich überlege, ob ich dann nämlich hier den nächsten gleich mir ranhole. Wenn der hier 20 Jahre dran war, würde uns ganz schön einen Boost bringen. Der Thronfolger. Hätte ich Bock drauf. So, Festung bauen, los. 61 brauchen wir. Oh, jetzt ist einer. Oh nö, jetzt ist hier auch noch einer abgeschmiert. Handelseffizient, los. Wir hätten es ja fast gehabt. Ich brauche definitiv mehr Händler. Erstmal brauche ich einen Entdecker. Ist viel wichtiger als irgendein Händler. Und dann entdecke ich hier irgendwas.
Ich mache einen auf Kolonialmacht. Eins, 2,9. Nochmal Tuch. Oh, was ist denn das jetzt? Ach so, das ist in die. So, können wir jetzt endlich los? Noch einmal klingeln. Meins. So, da können wir den zurückholen. Okay, dann müssten wir jetzt eigentlich mit dem Krieg erklären können, ohne dass Österreich sich einmischt. So, und dann sieht das doch schon ganz anders aus. Habe ich mich vorhin irgendwie mega verguckt. Ja. Habe ich ja eh nicht viel Vieh. Ich würde jetzt trotzdem erst noch gern die Festung hier bauen. Ja, da dauert denn sowas. Und da halt eine Dukate. Alter. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Nee, mach los, krieg hier. Also, Aachen kommt mit, Lüneburg kommt mit, Bregenz-Braumen nicht. Dann holen wir uns die beiden, Hamburg und Dithmarschen. Kriegen wir weg. Okay. Achso, und hier die 11 Flottis. Müssen die auch mitschießen? Weiß ich gerade nicht. Sind die alle ganz? Ja. Ihr habt einen Chef. Gut. Habt ihr einen Chef? Oh, das wäre es wieder gewesen. Ohne General in die Schlachten. Uiuiui. Gewinnt 2 Loyalität. Hammergut. Das mache ich ja ständig, dass ich mit irgendwelchen unnützen. Nee, ohne irgendwelche unnützen Generäle in die Schlachten laufe. Nee, das ist der Falsche. Du gehst dahin und du gehst dahin. Noch eine Stabilität, mega gut. So, jetzt ist der erstmal weg. Jetzt haben wir ein Schiff bekommen, oder? Oh. Das sind zu viele Schiffe. Wir hauen ab. Prestige plus 1 dafür, administrative und diplomatische Macht oder 5 Prestige weg. Für wie viele Jahre? 40 Jahre. Jährlich ein Prestige. Ich hatte. Ja, okay. Okay, keine Ahnung, ob es das jetzt wirklich wert war. Mal gucken.
Haben sie doch eine zu große Flotte alle zusammen. Naja. Ich hebe mal noch ein paar Rekruten aus. Weil es kann. So. Schade, dass man nicht sagen kann, übergebt uns eure Schiffe oder so. Was? Wir sind sogar... Wieso sind wir... Ach, Lüneburg hat... Lüneburg hat abgelost, alles klar. Ja, den helfen wir gleich. Wieso kommen wir hier nicht voran? Das müsste doch eigentlich reichen. 10.000 allein durch Mühe. Jetzt machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Da halten wir einfach mal nur die... Oh, wir können was forschen. Ein Entdecker. Dankeschön. Dann halten wir einfach mal nur die... Festung. Und ich muss mal weiterreden, ey. Da halten wir einfach mal nur die Festung und dann dauert der Krieg halt ein bisschen länger. Ne, hier kommen wir nicht lang. Alter, die kommen ja mit immer wieder neuen. Minus 64, ey. Kommst du ja nie voran. Wie viel kommt denn da mit? Da kommt einiges mit. Mal gucken, vielleicht kann ich den... Ja, die haben schon wieder Rebellen bei sich drin stehen. Ach Gott. Ah, tun wir denen jetzt den Gefallen? Da kommen wir nicht hin, ne? Da müssen wir jetzt erstmal die Rebellen wegknallen. Vor allem minus 71. Also so ein Quatsch. Jetzt kommen wir hier nicht nach Hamburg ohne die... Eigentlich müssen wir die beiden jetzt einnehmen können. Allein von der Mannstärke her. Das eine hier warten wir einfach ab. Und das müsste eigentlich klappen. Zumindest in der Theorie. 42 war das gerade mehr. Unsere Staatsehe mit Lüneburg ist vorbei. Oh no. Wir könnten Lüneburg-Hamburg geben, aber wollen wir das? Ich glaube nicht, oder? Das sind immer so unzuverlässige Verbündete. So, was bringt uns das? Steuereinnahmen müssen nach Stärke her damit. Solange es nichts Negatives ist, dann kann es ja noch was Positives sein.
Die Burg haben wir immer noch nicht gebaut. Wir haben sogar nicht mal mehr Geld, um die zu bauen. Auch nett. Ey, wieso minus 71%? Und hier geht auch nichts voran. Wenn Kanonen hat, dann kann man ja wenigstens die Mauer zerschießen. Nimmt man halt mal ein bisschen Macht in die Hand und dann wird die Mauer zerbombt, wie sie es gehört. Aber nö, wollen sie nicht. Ganz schön überheblich.